Heute fahren wir mit einem der ältesten noch in Dienst befindlichen Fahrzeugen in den Niederlanden. Und zwar ist das der SGMM und damit herzlich willkommen zu einem neuen Vlog und Trip Report. Wir sind hier erstmal noch mit einem Koploper unterwegs. Ich bin ja im letzten Video hier in Gouda angekommen und weiter geht es dann in Den Haag. Und da fahren wir jetzt erstmal hin. Und dort steige ich dann auf den SGMM um. Die wurden zwischen 1975 und 1983 gebaut. SGM hießen die damals. Da steht, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, für Staatsgewässerlike Materiell. Das kann man so grob übersetzen für Fahrzeugmaterial für den städtischen Nahverkehr. Das waren die SGM und inzwischen heißen sie SGMM. Das zweite M steht dann für modernisiert, denn die wurden natürlich inzwischen auch ein bisschen an den aktuellen Standard angepasst, kommen auch nicht mehr ganz so oft zum Einsatz, viele wurden schon ausgemustert, aber es sind noch ein paar im Einsatz, hauptsächlich eben im städtischen Nahverkehr, dafür wo sie auch für entwickelt wurden. Ich werde nun mit einem SGMM zwischen Den Haag und Delft fahren, das ist nur ein ganz kurzes Stück. Wir schauen hier mal rein in die erste Klasse, also ihr seht, die gleichen Sitze wie beim SLT, beim Sprinter Light Train, aber natürlich der ganze Zug wirkt schon bedeutend älter. Ausstattungstechnisch ist auch nicht allzu viel, ja, sehr guter Sitzabstand für eine S-Bahn in der ersten Klasse. Ansonsten 2+2 Bestuhlung, die gleichen Sitze wie in der zweiten Klasse, nur eben rot statt blau. Und ansonsten auch keine größere Ausstattung, ist eben nur ein Zug für die Nahverkehrsstrecken. Den Haag hat ja eine beeindruckende Skyline mit sehr vielen Hochhäusern, die kann man vom Zug natürlich teilweise auch gut sehen. Ein größerer Teil der Strecke verläuft dann allerdings auch unterirdisch, insbesondere dann im Bereich Delft. Und wir wollen uns erstmal anhören, wie der SGMM denn überhaupt so klingt. Und das hören wir dann bei der Ausfahrt aus dem Bahnhof Den Haag HS. Das ist einer der größten Bahnhöfe in Den Haag neben dem Hauptbahnhof. Ja, und hier nähern wir uns nun schon dem Tunnel in Delft. Dort bin ich schon wieder aus- und umgestiegen. Hier geht es im nächsten Video dann auch weiter. Im weiteren Verlauf meiner Reise bin ich dann aber nochmals mit einem SGMM gefahren. Und zwar das kurze Stück von Elst nach Nijmegen. Das war dann der letzte Abschnitt meiner Rundreise durch die Niederlande mit der Bahn. Und hier schauen wir nochmal in die zweite Klasse rein. Hier war der Zug etwas leerer. Seht also die gleichen Sitze, nur eben schwarz mit blauen Kopfstützen. Und in der ersten Klasse dann typisch für die Niederlande dann rote Sitze. Die Sitze an sich sind aber tatsächlich genau gleich. Nur der Sitzabstand ist dann natürlich etwas großzügiger.
Hier sind wir jetzt unterwegs auf der Verbindung zwischen Arnhem und Nijmegen. Da kommen fast alle Fahrzeugtypen, die es in den Niederlanden so gibt, zum Einsatz. So auch der SGMM, mit dem ich jetzt hier das letzte Stück bis Nijmegen zurücklegen werde. Hier fahren wir jetzt einmal unter der Betuwe-Linie hindurch, oder besser gesagt Betuwe-Route. Diese Route und Bahnstrecke ist hauptsächlich oder eigentlich ausschließlich für den Güterverkehr von den Häfen von Rotterdam und Amsterdam, hauptsächlich Rotterdam, in Richtung Deutschland dann bestimmt. Und hier fahren wir jetzt über die Waal, das ist der Fluss hier, in Nijmegen. Hier in den Niederlanden teilt sich der Rhein ja dann in mehrere Flüsse auf und einer davon ist hier eben die Waal in Nijmegen. Und damit erreiche ich dann hier auch den Bahnhof von Nijmegen und damit endet auch meine Rundreise hier einmal durch die Niederlande. Allerdings sind da ja noch ein paar Stationen dazwischen, nämlich zwischen Delft und Elst. Da sind noch ein paar Verbindungen dazwischen und die seht ihr natürlich auch noch in den nächsten Videos. Hier in den Niederlanden gibt es ja auch ein anderes Ticketsystem. Es funktioniert alles hauptsächlich über die OV-Chipkarte. Und deswegen gibt es hier auch diese Bahnhofsbarrieren. Das heißt, man kommt ohne gültiges Ticket gar nicht in den Bahnhof hinein. Ja, das war's für dieses Video. Hier seht ihr, wann das nächste Video kommt und von wem die Musik stammt. Ich sage wie immer danke fürs Zuschauen und würde mich über eure Likes, Kommentare, Abos oder auch einen geteilten Link sehr freuen. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder.